Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin gerade im Auto und warte auf eine Mitschülerin, weil ich sie abhole und wir dann gleich zur Schule fahren. Es ist 9:30 Uhr. Wir haben erst zur dritten. Oh, meine Stimme ist irgendwie weg heute. Ja, ich bin auch mega müde. Ich habe gestern Abend und vorgestern Abend gearbeitet. War dann erst um 10:30 Uhr zu Hause und so sehe ich da jetzt auch aus. Tut mir total leid. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video, weil ich mache so unregelmäßig Videos, weil ich einfach irgendwie keine Zeit habe. Aber auf jeden Fall kommt jetzt Sonntag ein Video für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, ich möchte auch einfach versuchen, regelmäßiger Videos zu machen und nicht immer so in 2, 3 Wochen Abständen. Ja, das will ich auf jeden Fall versuchen und ich hoffe, es klappt auch. Und ja, und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Mein Freund möchte heute Abend zum Sport gehen und er hat gefragt, ob ich mit möchte. Und eigentlich wollte ich immer mit und wollte mir es auch mal angucken. Weil das ist halt ohne Geräte, das sind halt zwei Trainer und dann macht ihr halt vorm Spiegel ganz viele so ja Ausdauerübungen, glaube ich. Und ich bin so kaputt und ich weiß auch nicht, ob ich mich, weiß nicht, motivieren kann, da heute Abend mitzugehen oder nicht. Aber ich denke eher nicht. Ich bin so müde, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eigentlich bräuchte ich Energy. Red Bull oder irgendwas. Damit ich wieder fit bin. Und ja. Hier ist gerade ein Mann und der guckt ein bisschen komisch. Deswegen halte ich eben so. Ja. Bin viel zu früh dran. 10 Minuten bin ich zu früh. So ein Scheiß. Ja. Geht fit. Geht fit. Ja, so könnt ihr mich auch sehen, ne? Oh. Oh, gleich haben wir ein Lernfeld. Was machen wir denn da? Oh, ich hoffe, wir machen nichts von Referat, weil meine Gruppe ist fast fertig und dann haben wir wieder nichts zu tun. Und dann haben wir Englisch, mein Lieblingsfach. Ich hasse Englisch und ja, eigentlich hasse ich gar nicht Englisch, weil eigentlich mag ich Englisch, aber mit der Lehrerin und deren Unterricht, Alter, nee, das geht gar nicht. Ich hasse es. Freitag ist für mich echt der schlimmste Tag. Obwohl Wochenende vor der Tür steht schon wieder. Ist Freitags für mich der schlimmste Tag. Und montags. Weil da haben wir auch den schlimmsten Lehrer. Und ja. Ich hoffe, sie kommt ein bisschen früher. Weil ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil ich spreche so leise, oder? Ja. Und sonst, ach ja, mein Freund und ich haben jetzt eine Wohnung. Habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ja, wir haben am Montag haben wir einen Mietvertrag unterschrieben. Und dann heißt es am 1.8. erste gemeinsame Wohnung. Und ich freue mich so mega. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auch schon die ganzen Möbel will ich endlich kaufen. Und ja, ich freue mich so. Und die Wohnung ist richtig schön. Das ist eine Wohnung von einer alten Freundin. Also ich kenne sie und deswegen ist es auch eigentlich ganz gut, weil somit weiß ich auch, dass mit der Wohnung alles okay ist und da nicht irgendwelche anderen Sachen. Und ja, das ist richtig cool und ich freue mich richtig, richtig. Und ich will endlich mal nach Ikea und mir ein paar Sachen kaufen. So, ich brauche unbedingt noch eine Kommode. Dann brauche ich, will ich mir so einen Schrank kaufen mit mehreren Schubladen, wo ich auch meine Schminke besser reintun kann. Und ja, daher wollte ich euch auch noch fragen, ob ihr noch eine Roomtour von meinem jetzigen Zimmer sehen wollt. Ja, bevor das irgendwann leer steht und ihr noch nie mein Zimmer gesehen habt. Ja, darauf hätte ich auch mega Lust. Dafür muss ich dann aber auch mein Zimmer aufräumen. Aber egal. Auf jeden Fall hätte ich voll Bock, euch mein Zimmer zu zeigen, weil mein Zimmer,
bisschen außergewöhnlich ist. Wie ihr bestimmt bei manchen Videos gesehen habt, habe ich eine Treppe in meinem Zimmer. Also zwei Etagen mäßig. Und deswegen möchte ich euch das gerne zeigen, weil es hat nicht jeder. Ja, und deswegen. Aber ja, ich mache, glaube ich, für euch noch eine Roomtour. Wenn ihr natürlich das auch wollt. Wenn ihr das möchtet, schreibt es in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen hoch und dann weiß ich Bescheid und mache dann für euch eine Roomtour noch von meinem alten Zimmer. Und wenn ihr auch noch unbedingt gerne wollt, dann mache ich auch eine, vielleicht eine Roomtour dann von unserer neuen Wohnung. Oder immer so ein Wohnungsupdate, wäre auch ganz cool. Aber es wird ein bisschen schwierig sein, weil es dauert ja immer ein bisschen länger, bis man endlich Internet in einer Wohnung hat. Deswegen wird es ein bisschen schwierig sein, aber ich probiere es. Ich probiere es. Ja, gut. Ja, meine Mitschülerin kommt jetzt gleich. Deswegen sage ich schon mal Tschüss und bis Sonntag dann. Tschüss.